Hier spricht wieder eigentlich nur die Mio. Hallöchen. Weil die hat die Macht in der Hand, zumindest hier im Laden. Und der Ustra ist auch dabei. Wir spielen weiter Racketeer. Und wir wollten, glaube ich, weiter Abenteuer machen. Wir machen weiter Abenteuer. Und helfen Frauen auf dem Marktplatz. Einfach ohne Grund. Sie hat einfach Hunger. Nein, sie ist müde. Nee, sie ist müde und hungrig zur selben Zeit. Oder sie ist einfach nur... hungrig? Nein. Sie war müde, sie fühlt sich alt und bla und... ausgelaugt. Ausgelaugt und sie sagen halt, soll man nicht erst hier... Ja, vielleicht sollten wir... So... Ja, dafür können wir das Langschwert mitnehmen. Ja, warum nicht? Ja. Das ist ja schon mal was. Das ist auch nicht teuer. Oh. So. Weil wir haben überlegt, wir nehmen den Louis wieder mit. Ja, du musst ihn anklicken. Jetzt musst du das Langschwert schon mitnehmen direkt. Irgendwie geht das. Du musst ihn, oh, jetzt musst du es. Ja, genau. Ach so, okay. Perfekt. Und jetzt kannst du einfach sagen, los. Ne, die Bäume zu Bäumen nicht. Einfach einen hoch. Ja, perfekt. So, weil es ist ein bisschen heftig, es wird ein bisschen heftiger. Und... ach, das ist ausgerüstet? Hoffe ich doch. Adventures Procession, One Sword. Und er hat es getauscht. Ja, ja, klar. Genau, und er hat es getauscht gegen das Landschwert. Das werde ich jetzt aber auch merken. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, alles klar. Das sieht schon besser aus. So, weil hier kommt ein, etwas sehr stärkerer Boss. Und da kann man nicht mit so Lulis. Das heißt Boss, eher Gegner. Ja, ist ein Boss kein Gegner? Ja, aber es ist ja nicht ein Boss an sich. Also... klar. Warum bin ich denn im Pilzschwimm? Ja gut, okay. Ja, weiß ich nicht. So, wir nehmen auf jeden Fall alles Essen mit, was wir kriegen können. Wir nehmen sowieso alles mit, was wir... könntest du bitte... 5 Sekunden? Dankeschön. In Reichweite meine Sch... das war gut geblockt. Oh, wir haben hier was ganz Nettes gekriegt. Iron Armor. Kann ich das? Kann ich das? Kannst du das equipen? Achso, warte mal. Aha! Das habe ich gar nicht gesehen vorher. So, du kannst Iron Armor equipen. Finde ich super. Ja, die ist stark. Vielleicht kommt er auf den Geschmack und kauft die Sachen. Er leiht sich diese Sachen ja nur bei uns. Die sind ja sowieso nicht weg. Fische! Weich den Fischen am besten aus oder lass dich von ihnen verhauen. Ich hab den letzten nicht mehr wahrgenommen, weil ich am Kämpfen war. Ich mag diese Augen nicht. Also. Ich glaube nicht, die sind stark auch. Erinnert mich so ein bisschen an Monster AG. Ja. Schon wieder eine Werbung. Das ist ja keine Werbung. Oder? Ist das Werbung? Oder? Für einen Film, ja, eigentlich. Ja, schon. Gut, okay. Aber wenn man so viele Dinge kennt, ich meine. Irgendwas muss man ja erzählen. Ja, nein, es geht nicht um das Erzählen, aber es geht ja auch irgendwie. Du willst ja Vergleiche ziehen. Ja. Und du musst ja mit irgendwas vergleichen. Zack. Ja, das war nämlich das, was ich gemeint hatte zu dir. Mit dem Longsword kriegst du dann Einschlag. Genau. Ah, eine Chestnut. So. Erwarten die immer, ne? Ja. Ja, du geh mal schön da hoch. Jetzt will ich den einfach... puff. Was? So. Das hat ihn jetzt nicht getötet, den Schleimi. Ja, reicht doch auch. Fand ich aber doof. Da musst du früher auf den Felsbrocken, Geist. So, Bunny direkt töten, weil sonst verfolgt er uns wieder ewig. Ja, die sind geil, die Ritter. Starte. Allem, das so ist das, warum ich gesagt habe in der relativ Anfangsfolge. Okay, ist jetzt auch erst die vierte. Ja. Dass ich jetzt hör auf! Dass ich dir das überlasse, weil ich kann die nicht. Ich krieg die nicht hin, ich bin zu doof dafür. Okay. Oh, eine Kirsche. Ich gehe auf jeden Fall nicht drauf, so viel ist sicher, aber ich hasse das, wenn die mir schon ein bisschen Schaden machen, werde ich schon nervös. Komm, jetzt bin ich. Ich bin zur Beruhigung da. Ja, ja, genau. Und zur seelischen Unterstützung in den Abenteuern. Du läufst ja auch sichtlich hinter mir her. Ja gut, ich laufe eigentlich nur hinterher mit dir vor allen Dingen, damit du die besten Stücke mitnimmst und ich meine Schulden abzahlen kann. Und damit du dir selber nichts einsteckst. Sondern die Sachen wirklich nur leist. Ich leih mir alles. Ich steck nichts ein. Keine das Sorge. Ist der Herbert. Der Herbert? Mit den grünen Tentakeln. Boah, du Scheiße, ey. Ah, cool. Boah, der greift aber Rackety an. Candy Apple. Super Dingen, ey. So, perfekt. Jetzt wird's aber langsam Zeit für ein Level-Up, ey. Ich hab schon Schiss. Panik! Autsch. Ich hätte auch viel getroffen heute, muss ich ja mal sagen. Das stimmt, du lässt dich viel treffen. Aber ja, ich lass mich viel treffen. Es ist aber auch... das stärkt... oh, Level-Up, okay. Das stärkt die... ne? Maskuline Hilflosigkeit, ja. Die maskuline Hilflosigkeit. Die sind doch fix, die Viecher. Es kommt
kommt wieder. Rotes Das ist auch ein Ingredient. Nee, ich weiß auch wofür. Hä? Ich weiß auch wofür. Wofür denn? Damit kann man Waffen verstärken, dass die mehr Damage machen. Finde ich super. Aber bringt auf dem Longsword jetzt noch nichts. Nee, man kriegt ja bessere Sachen. Es gibt noch einen Haufen, also. Du bist da war genau in den Schatten gegangen. Da war überhaupt kein Schatten. Da war ein Schatten. Du verarscht mich doch. Nein, da war ein Schatten. Da war kein Schatten. Du hast ein paar Tomaten auf den Augen heute, würde ich sagen. Ah, ein Kilo. Ja. Wo ist der andere? Ah ja, die Wasserschrumps nehme ich mal mit. Mushroom Hunting. Das war jetzt nicht das Geilste, aber... Töte ihn, er ist rot. Ja, mach ich doch. Bin nur dabei. Feinde sind immer rot. Ganz, nee, nicht alle. Manche sind auch grün, manche sind auch weiß. Die Bunnies zum Beispiel. Nein, Feinde sind generell nur rot. Daran erkennst du sie. So habe ich das gelernt. Oh mein Gott. Da war eindeutig ein Schatten. Du hast einen Schatten auch. Du lass dich nicht töten. Ich will meinen Candy Apple Plus 2 ja, behalten. Ja, schon klar. Da war eindeutig ein blauer Slimy. Da war kein blauer Slimy. Blub, Bob und Burble. Blub, Bob und Burble. Und Bali. Bali ist auch dabei. Okay. Oh, Ektos. Guck mal, jetzt kriegst du aber Schokolade. Super Essen hier. Ein Typ, der mich mit Steinen bewirft. Yay. Hör auf. Das schickt sich nicht. Für einen Mann meines Formates. Blub, Burble, Bali und... Steine, wo ich das letzte Mal im Zirkus beworfen habe. Bob, töte sie. Die Blauen sind jetzt Blub, Bali, Blob und, Was? Körbel. Und Blaumann ein. Nein. Bombe! Enemy! Decide! So, was haben wir da drin? Ah, Scrap Plate. Scrap Plate. Einfach, der räumt einfach weiter. Noch mal weiter. Ja, du läufst einfach weiter. Du hältst dich einfach weitergelaufen. Ich kann da gar nichts für. Mhm. Guck dir diese großen Welpenaugen an. Die ist echt so. Du bist außer Reichweite, mein Lieber. Ach Quatsch. Die bewegen sich nicht. Du stehst nicht in seiner Richtung. Du bist außer Reichweite. Na dann hey. Auf MP. Ich hab genug MP. Du benutzt gar keins. Nee, mach ich auch nicht. Los. SP. S. Jawohl. Das explodiert. Und was ist das denn? Zahnstocher heißt das auf Deutsch. Ja, ich weiß. Aber wofür? Das ist auch zum Rüstungsherstellen. Was? Ja. Aus Zahnstochern erstelle ich dir eine riese. Eisenarmband. Kannst du auch ausrüsten, im Gegensatz zu deinem Holzarmband. Die Runde gefällt mir aber heute. Was macht die ganze Sache schon viel besser? Die ist schlechter als die Iron Armor. Dann behalten wir diese doch. Diese. Achso, warte mal. Stopp. Bevor wir jetzt in den Flur hochgehen, können wir mal eben. Diese Chest mitnehmen? Nein. Level up! Genau. Damit wir nicht mehr gehauen werden. Nie wieder. Du glaubst nicht daran, oder? Ich glaub dir kein Wort. Fuck! Im selben Moment bin ich mit dem Stein abgeworfen. Ich sag doch, das letzte Mal wurde ich mit dem Stein beworfen im Zirkus. Lass mich in Ruhe. Du wurdest im Zirkus mit dem Stein beworfen? Ja. Verarscht mich. Nein, ich saß in einem Käfig und dann kam der Ansage und dann sagte, dieser Mann behauptet, nicht von einem Stein getroffen zu werden. Haben die alle Steine geworfen? Du bist so doof, ne? Verarscht doch die Leute nicht so. Tötet sie alle! Angriff von der Seite, von vorne, von links, von rechts und er wurde schon wieder gehauen. Ist das denn die Möglichkeit? Kriegt das heute noch gebacken oder wird das nichts mehr? Es der ist gefährlich, ey! Wie wär's, wenn du mal was isst? Ein Apfel. Okay. Der ist schön gesund. Und der ist ja gut fürs Zahnfleisch. Ektos plus 4 HP. Da ist ein Schatten. Siehst du? Du bist mein Schatten! Ja, siehst du doch. Du sammelst all meinen Loot weg. Und verkaufst dir das mit fremde Leute. Es ist nicht dein Loot. Du hast nur deine Abenteurer-Lizenz ja, wegen mir. Du lässt dich nur verprügeln. Ich kriege keinen Damage, denn ich bin fassbar episch ausgerüstet. Nein, unantastbar, wollte ich sagen. Unfassbar unantastbar. Was? Der wollte sich einfach unter mir durchgraben, der Arsch. Plopp. Penispilz. Bam. Wieder ein Ingredient. Soll ich die mitnehmen oder soll ich das lassen? Ich weiß es nicht. Normalerweise bringt das schon was, die mitzunehmen. Schmeiß doch einen Chestnut weg. Soll ich einen Chestnut nehmen? Ich weiß nicht, ob wir davon schon welche haben. Deswegen. Schmeiß doch einen. Da ist noch ein Chestnut. Wir haben zwei Chestnut. Das kann ich. Ach doch, ich kann es theoretisch auch wegwerfen sogar. Haben wir zwei davon? Wir hatten zwei. Okay. Einmal ein kleines und einmal ein plus zwei. Ah, ist egal. Das mit dem plus zwei und so hat wenig Ausschlag, zumindest am Anfang. Und da kriegt er wieder. Der steht damit. Einfach in der Wand drin. Was will ich denn machen? Der steht nicht in der Wand drin. Du läufst einfach an der Wand lang. Candy! Ah, kann ich nicht mitnehmen. Ah! Ah!
was soll ich denn wegwerfen für das Candy? Warte schön. Ja, davon haben wir auch ein paar, ne? So. Wie geil auch die Sachen mal weg. Nee, Natur. Nimm deinen Pilz zurück. Nein, nein, Blubberbeeren und Burble. Nein, Burble, Bob, Blub und Barley. Du hast ja das nicht einfach gemerkt. Doch. Hab ich. Ich hab mir die ja auch ausgedacht. Das stimmt. Dann merkt die mal besser. So, gut, dass wir ein bisschen Erfahrung kriegen. Gut, dass wir kaum angeschlagen sind. Wir sollten jetzt nochmal aufleveln. Ja, und dann darf ich in der 14. Nee, eben nicht. Ich sollte hier nicht aufleveln. Im 15. ist der Boss. Das heißt, ich sollte hier nicht mehr aufleveln und einen höher aufleveln. Das ist der. Weil dann. Weil sonst wird ja immer schwieriger. Clever, ne? Sehr clever. Du solltest dich vorher am besten noch töten lassen. Jetzt hör auf! Bob, Burble, Barley und Blub sind wieder da. Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt kann ich aber nicht mehr machen. Verspeise es direkt vor meinen Augen. Ja, das macht immer Mana. Also, Sweets geben immer Mana wieder, wie bei Secret of Mana. Das will ich aber nicht. Sag ihm, ich kläre dich um, du gibst mir jetzt ein Ukraine. Okay, da ist auf jeden Fall was Riesiges drin. Okay, da war das Level Up. Doch, puh, das war aber auch knapp. Wir können das rote Zeug noch mitnehmen, das ist auch relativ wertvoll. Dann packe ich nochmal einen Schuhm weg. Fuck it. Ah. Und den. Ach komm, schaff ich die Chestnut. Diese Ingredients brauchen wir am Anfang eh nicht. Weil fusionieren können wir noch gar nicht. Nee, das stimmt. Außerdem kriegt man davon immer so viele. Ja, die Chestnuts sind nicht unbedingt, sag ich jetzt mal, selten. Eben. War das Wort. Das so. Aber hier ist noch ein Fragezeichen Ingredient. Ich weiß nicht, ob ich sowas mitnehmen soll. Das tauschst du am besten ein gegen. Willst du nicht. Den Waterschuh zum Beispiel. Ja. Davon haben wir ja immer noch genug. Auch kriegt man die einfach zu oft. Das ist. Ich hoffe einfach, ich kriege jetzt nicht mehr auf den Sack. Ich gehe jetzt einfach an dem vorbei und ich versuche jetzt nicht einen Schadenspunkt zu kriegen. Ich schwöre das bei meiner Kriegerehre. Bei des Kriegers Ehre. Okay, und da ist er. Wie kann das denn sein? Und Candy. Ich erkenne einfach nicht, ob das ein Steinwerfer ist oder ob das ein Dings ist. Splash. Warte mal, für den Rot kann ich ein bisschen Mana verbrauchen, dann kann ich dann. Zurück zum Candy-Kern. Zurück zum Candy-Kern, genau. Huch, was war das denn? Pilze. Bugging in. Nee, das sind diese. Wieder ein Fragezeichen Agreement. Lass ich liegen. Und dann ist es das Fragezeichen. Ja, das ist aber auch wieder nur was zum Fusionieren oder so. Das kaufen nee, die wenigsten. Und wenn du der Schmied. Ja. Du hast leider 4 Schadenspunkte gekriegt. Nein, ich weiß. Das werden wahrscheinlich nicht die letzten 4 sein, so wie ich den Hasen hier einschätze. Aber der ist auch richtig so, der versucht die ganze Zeit extrem passiv zu sein und im letzten Moment versucht er dir dann die Kante zu geben. Ja, so würde ich das auch machen. Ah, da kriegt jetzt wahrscheinlich einen ab von der Mine. Hallo. Wieder Fragezeichen Agreement. Was? Oh mein fucking Gott. Ich habe Angst, dass wir Sachen zurücklassen, die wertvoll sind. Interessant sind und wertvoll. Na gut, und aber. Und Luft Bonnie folgt dir wieder bis auf den Tod. Ach, scheiße drauf. So, wir sind. Hä, wo kommt die her? Ich bin gerade schon komplett durch den Raum gelaufen. Smash it. Die Falle wurde einfach direkt schon wieder eins. Das gibt's doch nicht. Ich habe Angst. Ich kriege langsam Angst. Ja, ich auch. Die musst du mitnehmen. Ja, die muss ich mitnehmen. Und auch was wahrscheinlich, was in der Truhe drin ist, muss ich auch wenigstens mal gucken. Wir machen das jetzt ganz einfach. Es Candy. Nein. Oh. Ja, guck mal, da ist noch das Ding drin. Wir können auch sein Schwert wegschmeißen, wenn es gar nicht mehr geht. Ja, mein Gott. Ah, ey, das gibt's doch nicht! So viele oh Sachen haben wir so nie! Wollte ich immer alles so. Ah, 200 ist die Wert. Fuck it! Ja, ja hast du sie auf. Wieder! Komm schon! Komm schon, lass mich! Okay. Ja. Okay, also so kann schmeiß ich. Schmeiß sie einfach! So kann ich auch direkt. Away. So kann ich das direkt. Die hat sogar die Holzbrustplatte ist viel wert. Na, okay, jetzt kann man ja, entscheiden, was er haben will. Ja. Aber ich lasse es erstmal so. Unendlich viele Sachen. Nein, du bist mal ein Steinewerfer, das habe ich doch gesehen. Ich kenne deine Mutter, die war auch Steinewerferin. Was? Schon wieder ein Fragezeichen, das gibt's doch nicht. Ich will hier nicht mehr leben. Oh, nach der Truhe.
Aber da sind nur deine Blups, Blups und Blupsis drin. Oh, klack. Das waren die Blups, Blups und Blupsis. Okay. Nicht Bob, Barley, Burble und Leck Blub. Mich doch im Genick, ihr blöden Viecher. So, Adventure Time, würde ich sagen. Die Spannung steigt. Jetzt geht's gleich zum Boss. Das war knapp. Ich hab Angst. Ja, soll ich nochmal leveln? Ich weiß nicht, ob ich es noch hinkriegen würde, aber... Nein. Nein? Einfach gehen? Ja. Okay. Der Boss ist ja auch nur Level 10. Ja, ja. So, dann haben wir wenigstens verloren, ne? Candy for Candy. Der Boss ist auch nur Level 10, eben nicht. Aber der Boss ist gleichzeitig dein Lieblingscharakter, habe ich gehört. Ja. Der Boss ist mein Lieblingscharakter und ich möchte ihn haben. Also gib alles. Ich versuche alles zu geben. Denn wir kämpfen gegen... Fragezeichen. Bitte? Fragezeichen. Ah, nee. Charm. Charm. Den weiblichen Dieb, die wirklich diebisch ist und extrem schnell vor allen Dingen. Ihr Bild ist jetzt nicht so das Beste, aber ihr Charakter, guck ihn dir an, sie sieht einfach so cool aus. Davon nicht. Und ihre Musik, sie ist the best. Oh, ey, das ist... Ja, nicht nur die Musik ist the best, auch diese... Und die warum bist du jetzt auf einmal schneller als ich? Ich weiß es nicht, aber wir haben alles zu essen. Du kannst alles essen, ist mir egal. Ey, wie kann es denn sein, dass ich jetzt... Jawohl, Critical Counter. Eigentlich ist es nur wichtig, im richtigen Moment dann zuzuhauen, wenn sie haut. Echt? Ja klar, damit ich diesen Konter halt mache. Das ist... Fuck! Aber sie haut halt schnell nach, ne? Ja, sie ist halt, ein Rogue. Ein Rogue, ja. Und da darf ich mich natürlich nicht, Pass auf ihre Flammen, Flammen. Ja, ja. Oh, fuck the duck. Flammende Fisting-Faust. Kann ich die Cherries essen zum Not? Die Cherries kannst du essen. Aber ich hab noch Eibrot, alles klar. Eibrot ist auch ganz nett. Solange Eibrot da ist. Flieh. Ich fliehe nicht. Alles gut, jetzt hab ich sie. Jetzt stirbt sie auf jeden Fall. Oh ja, außer sie ist jetzt... Komm, junge Frau. So, mein Lieblingscharakter ist gestorben. Sie hat einen Schal liegen gelassen. Cool. Aber sie ist nicht wirklich gestorben. Friggin! Oh! Ja. Tja, ein Glück, dass wir es geschafft haben. Sie ist so cool und sie ist so genau, und sie abweisend. Lebt und so dann auch in der Stadt. Sie lebt auch in der Stadt, genau. Auch diese können wir dann, wenn wir sie so ein bisschen kennenlernen, als unsere Abenteurerin anschaffen. Genau, anschaffen. Anschaffen, ja. Wir schaffen und sie jetzt. Ist cool. Und das Geilere ist noch, dass wir diesen geilen Super. Super Schal, den wir nicht mehr super mitnehmen können. Doch, können wir jetzt. Eigentlich können wir den jetzt. Ja, wir haben genug Platz. Ah, und es gibt noch eine Belohnung fürs... Wuhu! Very old Vase. Sehr gut, also wir haben noch eine alte Base gekriegt. So, mein Lieblingscharakter und ich sind so lovely. Das haben wir gekriegt. Wir haben den Candy Apple gekriegt. Da freue ich mich riesig drüber. Chocolate Bar ist auch natürlich gut. Geil. 650. Ich hoffe ja eigentlich, dass der Typ das alles kauft, ne? Weil. Mhm. Ja, auf jeden Fall jede Menge schöne Guck Sachen. Guck nach dem Schal und sowas. Das interessiert mich mehr. 3000. Boah, 3000. Und sie kostet 21.400. Das ist natürlich. Das ist der oberkrasse Shit hier. Du kannst doch ins Pub gehen und in den Town Square. Ja, warum nicht? Wenn wir schon mal da sind. Ist die Musik ist sehr so gruselig, finde ich auch. Ja, ja, das stimmt. Gut, dass sie sich selbst als süßes Mädchen bezeichnet. Ja. Oh oh. Oh oh. Oh, das ist nur der Guildmaster. Ein Glück! Hatten die echt Angst, mitten auf dem Dorfplatz überfallen zu werden? Ja, gut, da können ja böse Leute sein. Geh doch in den Pub, da waren wir eh noch nie. Nee, nee! Nee, nee! Die lieben Alkohol. Klar lieben alle Alkohol. Es ist auf jeden Fall wichtig, einmal am Tag rauszugehen und irgendwelche Events zu sehen in der Stadt, wo man halt mehr auch über die Leute erfährt. Das ist relativ wichtig für den Laden. Ja, weil umso besser ich die kenne, desto besser kann ich sie abzocken. Richtig, darum, ja, genau. Darum ja. geht's mir. Darum geht's. Nee, ich muss da meine Schulden... Also meine Schulden sind's ja nicht. Es sind die Schulden meines Vaters und
So, das war der Tag heute. Heute haben wir minus 1790 gemacht. Gut. Okay, das kommt davon, weil wir das Schwert gekauft haben. Wir haben das Schwert gekauft. Genau. Und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einmal Schluss. Und dann haben wir einen ganzen Tag voller Verkaufen, denke ich. Genau. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da.